So, Aufgabe 4 sind wir jetzt. Gar nicht so einfach. Moment, bevor du startest, ihr rechnet da draußen mal selber oder versucht es jedenfalls. Und ja, bevor du jetzt anfängst, was fällt hier auf? Wir suchen ja nach einer gleichen Potenz. Das ist alles die gleiche Potenz. Bloß, Ja? dass da das Minus weg ist. Ah. Weil es ja mit der 1 Aha. Okay. umgedreht wurde. Ja, mach mal. Ich glaube, Ich du mach weißt, mal. was zu tun ist. Ja. Und jetzt machst du aus dem da hinten. Ja, sehr gut. Genau. 1 durch y ist das gleiche wie y hoch minus 1. Perfekt. So, und So, und jetzt. jetzt Was? Ja. warte. Ja, was du ahnst schon, es Ich ist. weiß es schon. Oder? Ja. Und? Ja, 1, richtig. Also die 1 vor dem ersten Y, richtig. Ja, jetzt sieht das Ganze doch schon mal besser aus, richtig. Denn du hast natürlich hier steht eine 1 vor. Hier haben wir dann plus 2 und hier haben wir Minus minus 5. 5. Genau, das muss man beachten. So, jetzt sind wir aber noch nicht fertig. Geht noch weiter. Gleich. So, jetzt muss man rechnen, 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 würde ich sagen. Ne? Ja, Oh. dann nee, brauche ich ja gar nicht mehr. Brauchst du nicht mehr, nee. So, minus 2, ja. Okay. Und, Und ja. ich weiß nicht, ob das Minus auch wegfällt. Das Minus fällt nicht weg, das kommt entweder vor die 2 da oben oder vor dem Bruch insgesamt. Richtig. 2 minus 2 durch y. Richtig. Nächste. So, jetzt haben wir hier Aufgabe 5. Nicht so einfach, jetzt sind da so blöde Klammern und nur hoch 3. Ist das denn jetzt auch die gleiche Potenz? Ja. Genau. Das ist das. Egal, ob jetzt in der Klammer mehrere Sachen stehen, da a plus b plus z, egal. Solange das gleich aussieht, da, ne, identisch ist, a plus b hoch 3, bei der 7 auch, a plus b hoch 3, ist das die gleiche Potenz. So, wie fasst man das zusammen? Gleich. Und jetzt kommst du. Ah, erstmal selber rechnen da draußen. Tja, guck dir da oben die Aufgabe an. Die Faktoren kommen in die Klammer. Was sind die Faktoren? Na, guck mal, wenn du dir da oben die Aufgabe anguckst. So, hier siehst du ja, der Faktor R und der Faktor S, ne? Das sind die Faktoren vor der jeweiligen Potenz. Die kommen hier in die Klammern rein. Und die Potenz einmal da hinten ran. Das musst du hier nur machen. Das heißt, was ist der Faktor vor der Potenz oder was ist die Potenz hier? Ja, sagen. A Weil. plus B in der Klammer 5 Ja, a plus b hoch 3. hoch 3. Das ist die Potenz. Also ist der Faktor hier. Ah, jetzt habe ich es verstanden. 5, genau. Ja, 5 plus 7, das kommt in Klammern, richtig, mal a plus. Ja, a plus b heißt das da, ja, okay, man kann das. Du machst die b wie so eine 6, macht man. Ach.
Okay, a plus so, b hoch 3 heißt das da übrigens. Ja, und jetzt kann man noch was machen, ne? Denn? Ausrechnen. Ja, 5 plus 7? 12. Ja. Mal. 12 mal. Ja, egal, das ist ja nicht so schlimm. Du kannst das mal ja auch weglassen. Und so, das hier b sieht aber besser aus. Ja, perfekt, die 6. Also 12 mal, Klammer auf, a plus b hoch 3, falls ihr nicht lesen könnt, was da steht. Aufgabe 6, guckt euch das mal an und versucht es zu rechnen. Und jetzt hör du mit deinem Finger immer. Und jetzt versuchen wir das, beziehungsweise du versuchst es erstmal. Ich bin gespannt, das ist nämlich jetzt nicht so leicht. So, dann mal los. Gleich. Oh, das... Ey, auf Anhieb, das sieht ja richtig aus. Mach keinen Scheiß, Junge. Ja? Ja, jetzt... Ja. Ja, aber eine 1 müssen wir... Aber schreib ruhig, lass es jetzt stehen. Das soll eine 1 sein, da, dieses... Ja. Griechische Schriftzeichen. Oder ist es ägyptischen Ursprungs? Ich weiß es nicht. So. Ja, x, genau, x minus y hoch 7. Das war's. Ja, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was lernen und habt auch ein bisschen selbst was gewusst. Wir sehen uns hier demnächst wieder mit neuen Aufgaben zum Thema Potenzrechnung. Bis denn. Tschüss. Du bist überhaupt nicht im Bild. Ja,